herzlich willkommen zur 15. Denkfabrik der Sächsischen Union. Und es ist wichtig, dass wir mit Innovation, mit Technologie, mit guten Ideen, auch mit Freuden an neuen Ideen ans Werk gehen. Und dafür wollen wir heute einen ganz wichtigen Impuls setzen, einen Impuls hin zu einer neuen Wirtschaftsstrategie für die Sächsische Union, hin zu einem neuen Zukunftsprogramm für die Sächsische Union. Wir brauchen nicht nur Ihre Stimme, sondern vor allen Dingen Ihre Ideen. Dafür sind diese Veranstaltungen wie die Denkfabrik da. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Nochmals herzlich willkommen bei der Sächsischen Union. Was wollen wir für den Freistaat Sachsen erreichen? Welche Ziele wollen wir uns gemeinsam setzen? Was ist uns wichtig? Was sind die großen Entwicklungslinien, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dieses Land dominieren werden? Und was müssen wir tun hier in Sachsen, dass wir gut auf die Zukunft eingestellt sind? Deswegen freue ich mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind und Lust haben auf dieses Gespräch, dass Sie uns als Ansprechpartner sehen, als eine Kraft, mit der es sich lohnt, gemeinsam über diese Zukunftsfragen zu sprechen. Herr Zipse, ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie das möglich gemacht haben. Die ganz großen Themen, die Sie alle beschäftigen, die mich beschäftigen, die den Ministerpräsidenten beschäftigen, geht nur durch technologische Innovation. Und technologische Innovation entsteht durch die besten Köpfe. Es muss attraktiv sein, hier zu arbeiten, hier sein Geld zu verdienen, hier seine Kinder ausbilden zu lassen und hier zu leben. Und es ist ein Kampf um die besten Köpfe der Welt und es geht, die nach Deutschland zu holen. Und in Ihrem Fall natürlich ganz besonders die nach Sachsen.